das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Guten Abend. Diplomatie mit Autokraten ist schon immer ein Tanz auf sehr rutschigem Parkett. Und Angela Merkel hat es auch immer wieder verstanden, dem russischen Präsidenten die Hand zu reichen und gleichzeitig auf die Füße zu treten. Doch die bisherige Praxis, Putin mit Sanktionen und mit Geschäftsverträgen zu begegnen, dürfte jetzt nach den strengen Worten der Kanzlerin gestern in Frage stehen. Nachdem nun klar ist, dass im Körper von Alexei Nawalny ein Nervengift gefunden wurde, das eigentlich nur der russische Staat besitzen kann, fordern nicht wenige, das aufzukündigen, was Deutschland und Russland buchstäblich am stärksten verbindet und was die Kanzlerin gegen alle Widerstände zu halten suchte. Marie von Malenkroth. Rohre lagern auf der Ostseeinsel Rügen, just im Wahlkreis von Angela Merkel. Der Bau der Erdgasleitung zwischen Russland und Deutschland ist fast fertig, aber nur fast. Seit den US-Sanktionsdrohungen geht es nicht mehr richtig voran. Dennoch hatte Angela Merkel bislang immer eine klare Haltung zu dem Projekt. Wir glauben trotzdem, dass es richtig ist, dieses Projekt fertigzustellen. Und in diesem Sinne agieren wir. Und nun eine knifflige Situation. Gestern deutliche Worte der Kanzlerin zur Vergiftung des russischen Oppositionspolitikers Nawalny. Heute folgt prompt die Debatte über Nord Stream 2 und Sanktionen mit ganz unterschiedlichen Ansichten. Das hätte eine hervorragende Signalwirkung, wenn die Bundesregierung gerade jetzt sagen würde, dass sie bereit ist, von diesem bilateralen Projekt auf Kosten von Lettland, Litauen, Estland oder Polen zurückzutreten. Das wäre ein großer Schritt zur Einigung Europas, weil diese Pipeline ein Spalter ist. Hier werden seit langem von einigen Seiten die Forderungen gestellt, dass man das beenden soll. Aus vielen, vielen Gründen ist das nicht meine Herangehensweise. Bei der SPD heißt es, ein schwieriger Balanceakt. Es legen alle Optionen auf dem Tisch, auch Nord Stream 2, meint heute Fraktionschef Mützenich, sagt aber auch. Manche Diskussion, die hier in Deutschland, aber auch in anderen Ländern geführt wird, finde ich sehr doppelzüngig. Deutschland, wie viele andere Staaten, haben keine energiepolitisch weiße Weste. Wir arbeiten oft gerade in diesem Bereich auch mit Ländern zusammen, die Menschenrechte nicht beachten. Es ist eben alles nicht so eindeutig. Und Merkel, was sagt sie heute zur Debatte um Nord Stream 2? Ich will sagen, ich habe gestern umfassend Stellung genommen, was wir jetzt und in den nächsten Tagen machen. Und dass natürlich auch vieles abhängt von den jeweiligen Reaktionen auch der russischen Regierung. Der Leiter der Münchner Sicherheitskonferenz spricht von einem Tiefpunkt des deutsch-russischen Verhältnisses. Alles müsse in der EU debattiert werden, auch Nord Stream 2 allerdings. Man muss natürlich auch wissen, wenn man dieses Projekt jetzt streicht, dann schießt man sich, wenn ich das salopp ausdrücken darf, bis zu einem gewissen Grad natürlich auch ins eigene Knie. Denn das sind deutsche Firmen, österreichische Firmen, andere westliche Firmen, die hier beteiligt sind. Ein Kursschwenk in Sachen Nord Stream 2 könnte am Ende aber auch für Merkel selbst zum Problem werden. In ihrem Wahlkreis jedenfalls hofft man noch immer auf die Vollendung des Projekts. Nun hat Angela Merkel gestern das Attentat auf Nawalny nicht nur als deutsche Bundeskanzlerin verurteilt, sie tat dies auch als derzeitige EU-Ratspräsidentin. Das heißt also auch, sie hat den Ton, den europäischen Ton in Richtung Moskau auch schon vorgegeben. Und deshalb bleibt die Frage an Michael Grütz, ob dieser Ton in Brüssel bei der EU auch genauso widerhallt. Ja, das kann man so sagen. Heute Vormittag tagten die EU-Botschafter über diese Frage und berieten das weitere Vorgehen. Und vor gut zwei Stunden dann legte der EU-Außenbeauftragte Borrell eine gemeinsame Erklärung im Namen der EU vor. Und darin heißt es, dass der Gebrauch von Chemiewaffen absolut inakzeptabel sei. Und damit meint er die Vergiftung Nawalnys. Das sei ein Bruch mit internationalem Recht. Das sei nicht hinzunehmen. Er fordert eine internationale gemeinsame Antwort darauf und behielt der EU vor, restriktive Maßnahmen gegen Russland vorzunehmen. Allerdings braucht es dazu natürlich auch die Frage, inwieweit Russland tatsächlich mitarbeitet. Davon ist das abhängig. Allerdings, nach dem, was wir bisher aus Russland zu dem Fall gehört haben und vor allem auch die Erfahrung der letzten Jahre, bringt es mit sich, dass da die Erwartungen eher gering sind.
Welche Maßnahmen könnten das denn sein? In Deutschland wird ja nun diskutiert, Russland diesmal spürbarer zu bestrafen und den Bau der Gaspipeline Nord Stream 2 zu stoppen. Fände das Zustimmung unter den Mitgliedsländern? Nun, zumindest offiziell ist das hier noch kein Thema. Diejenigen, die dagegen immer waren, wie beispielsweise Polen, werden das sicher auch weiter sein. Aber die, die diese Pipeline weiterhin wollen, Deutschland oder Österreich etwa, die werden sich da weiter zurückhalten. Im Übrigen kann es ja auch ganz andere Maßnahmen noch geben, etwa die Ausweitung der schon bestehenden Sanktionen. Es braucht allerdings darüber, über die Mutmaßung und die Wahrscheinlichkeiten, die da überall geäußert werden, natürlich auch noch konkrete Beweise und daran mangelt es ja auch noch. Und dann darf man auch nicht vergessen, es gibt eine Reihe von großen Baustellen zwischen der EU und Russland. Wenn man allein an Belarus denkt, an Syrien, an Libyen, überall dort spielt Russland eine für die EU enorm schwierige Rolle und das alles in Krisengebieten in direkter Nähe zur EU. Also das Verhältnis zwischen den beiden ist eh überhaupt nicht gut und der Fall Nawalny bringt eine enorme Belastung mit sich und dessen Folgen sind bis jetzt überhaupt nicht absehbar. Danke für die Einschätzung, Michael nach Brüssel. Als am vergangenen Wochenende Zehntausende in Berlin gegen die Corona-Regeln der Politik protestierten, da war an den Fahnen und Plakaten zu sehen, da marschieren Menschen gemeinsam durch die Straßen, die auf den ersten Blick wenig gemein haben. Impfgegner, Friedensaktivisten, Verschwörungstheoretiker zusammen mit denen, die Fahnen des Deutschen Reiches schwenken. Warum haben so viele Leute offenbar nichts dagegen, mit Rechtsextremen und Verfassungsfeinden zusammen zu demonstrieren? Vielleicht deshalb, weil Esoteriker und Rechtsextreme bei einigen Themen gar nicht so weit auseinander liegen. Bilder von der Corona-Demo in Berlin. Sie waren dort und haben gefilmt, wie auf so vielen Demos seit Jahren. Freiheit. Da, und das hier neue Weltordnung. Genau. Levi Salomon ist Gründer des Vereins Jüdisches Forum in Berlin. Der Verein will Rassismus und Antisemitismus öffentlich machen. Was sie in Berlin gesehen haben, macht ihnen besonders Sorgen. Extreme Rechte, Seite an Seite mit Althippies und Esoterikfans. Diese Menschen, natürlich, die sind unzufrieden und die gehen das auch auf die Straße. Aber in dem Moment, dass es, wo sie gehen das auf die Straße, die treffen, das ist die andere Gruppierungen, zum Beispiel rechtsextreme Gruppierungen. Zum Beispiel Nikolai Nerling, bekannt als rechtsextremer YouTuber. Er spricht am Samstag auf einer Nebenbühne. Es sei der größte Aufmarsch von Rechtsextremen seit langem gewesen, sagen Beobachter. Rechte Größen präsentieren sich stolz, so wie Henrik Ostendorf aus der Neonazi-Szene in Bremen. Oder zahlreiche Mitglieder der als gewaltbereit geltenden Neonazi-Partei Der Dritte Weg. Auf der gleichen Demo, bunter Protest, vordergründig Offenheit und Liebe. Dahinter aber auch geschlossene Weltbilder und Verschwörungsglaube. Politologin Katharina Nokun beobachtet die Bewegung aus Rechtsextremen und Esoterikern. Sie sieht Gemeinsamkeiten zwischen den vermeintlich unterschiedlichen Gruppen. Die gemeinsame Erzählung zwischen esoterischem Milieu, verschwörungsideologischem Milieu und eben der rechtsextremen Szene ist die einer großen Verschwörung. Ja, dass beispielsweise Wissen unterdrückt wird, dass es eine Wahrheit hinter dem, was öffentlich ist, gibt. Und das spiegelt sich ja auch in diesem Glauben in der Esoterik wieder, dass es geheime Kräfte gibt, dass es verborgene Wahrheiten gibt, die irgendwo unterdrückt werden. Und das ist eben der gemeinsame Nenner. Da sind eben Erzählungen auch von einer großen politischen Verschwörung extrem anschlussfähig. Matthias Pöhlmann ist Sektenbeauftragter der Evangelischen Kirche in Bayern. Seit vielen Jahren recherchiert er zu Esoterik und rechten Ideologien. Immer wieder stellt auch er Überschneidungen fest. Beispiel Anastasia, eine völkische Siedlerbewegung, auch vertreten in Berlin. Hinter bunten Bildern und einem Leben in der Natur wird auch Antisemitismus propagiert. Nicht jeder Esoterik-Fan sei rechtsextrem, aber es gäbe ideologische Schnittmengen. Dass man gegenüber der Wissenschaft, gegenüber der Medizin, gegenüber den Medien, gegenüber der Politik sehr, sehr skeptisch und kritisch eingestellt ist. Der modernen Esoterik geht es um intuitive Wege, also Abwertung des Verstandes. Dem Gründer Levi Salomon vom Jüdischen Forum bereitet das alles Sorgen. Auch wenn die Mehrzahl der Demonstranten in Berlin nicht rechtsextrem war, dass rechte Ideologien immer häufiger Anschluss in der Mitte finden.
Ja, all die, die da auf die Straße gingen, sind besonders laut, aber sie sind nicht viele. Denn die große Mehrheit der Deutschen hat bislang die Corona-Politik der Bundesregierung unterstützt. Ellen Ini hat für uns den aktuellen Deutschland-Trend. Bleibt das so, Ellen? Also wir haben mehrere Indikatoren, mit denen wir versuchen, das zu messen. Und einer ist die Zufriedenheit mit der Arbeit der Bundesregierung, die wir jeden Monat abfragen. Aktuell sind 66% der Bürger mit der Arbeit der Bundesregierung insgesamt zufrieden. Das ist Rekordwert hier bei uns im Deutschlandtrend. Wir gucken mal auf einen Zeitverlauf. Im Januar, als wir diese Frage gestellt haben, waren die Werte umgekehrt. Da haben nur 36% gesagt, ich bin zufrieden mit ihrer Arbeit. Das blieb dann ungefähr auf dem Niveau bis März. Aber ab April, das war der Lockdown, ging es steil nach oben und hat sich jetzt über die weiteren Monate auf diesem Niveau gehalten. 66% Zufriedenheit aktuell. Wir haben auch regelmäßig in der Vergangenheit die Maßnahmen abgefragt, ob das aus Sicht der Bürger richtig ist. Eine Mehrheit sagt, die Maßnahmen sind angemessen oder die gehen nicht mal weit genug. Ganz konkret wird ja aber jetzt noch mal darüber diskutiert, inwiefern man bezüglich Großveranstaltungen noch mal sehr strenge Regeln erlassen sollte. Diese haben wir jetzt aktuell abgefragt. Das sind die Zahlen aus diesem Monat, zum Beispiel bezüglich Karnevalsfeiern, die jetzt im Herbst und im kommenden Frühjahr stattfinden sollen. 86% der Bürger sagen, das müssen wir absagen, das können wir nicht feiern dieses Jahr. 64%, fast zwei Drittel, sagen, wir müssen die Gästezahlen bei privaten Feiern stärker beschränken. Und genauso viele sagen, Weihnachtsmärkte sollten dieses Jahr nicht stattfinden. Also durchaus großer Rückhalt für diese Corona-Maßnahmen. Wenn wir jetzt aber auf die Bundesregierung gucken, dann haben wir es da ja mit zwei Parteien zu tun, nämlich mit der Union und der SPD. Und wir wollten mal rausfinden diesen Monat, wem wird denn da besonders viel Kompetenz bei der Corona-Pandemie-Bewältigung zugebilligt? Und da, die Antwort der Deutschen ist sehr eindeutig an der Stelle. Denn 60% der Bürger sagen, die Union ist die Partei, die uns am besten in Deutschland durch die Corona-Krise bringen kann. Von der SPD sagen das nur 9%. 20% sagen, keine Partei kann das oder haben sich zu dieser Frage nicht geäußert. Also der Rückenwind oder die Zufriedenheit mit der Bundesregierung, die wird bei den Bürgern mehrheitlich im Moment bei der Union verortet. Und diese Zufriedenheit mit der Bundesregierung, spiegelt die sich auch in der Sonntagsfrage? Genau, auch das haben wir in den vergangenen Monaten beobachtet, dass aufgrund der großen Zufriedenheit mit der Arbeit der Bundesregierung trotzdem nur in Anführungszeichen die Werte der Union bei der Sonntagsfrage hochgegangen sind. Und das ist auch diesen Monat so. Sie ist immer noch klar stärkste Kraft, wenn am Sonntag Bundestagswahl wäre, mit 36%, zwei Punkte weniger im Vergleich zu Anfang August. Die SPD verbessert sich um zwei Punkte, kommt auf 17%. Die AfD verliert einen Punkt, kommt auf 10%. FDP stabil bei 6%, die Linke stabil bei 7% und die Grünen verbessern sich um einen Punkt, kommen auf 19%. Hier aber ganz klar wiedergespiegelt, dass die Kompetenz bei dem schwierigsten Thema, was wir zurzeit zu bewältigen haben, die Corona-Pandemie, dass die eindeutig bei der Union gesehen wird von der Mehrheit. Genau, Corona ist ja eigentlich in allen Dimensionen im Moment das bestimmende Thema in der Politik. Aber die Parteien müssen sich auch gerade neu aufstellen für die Bundestagswahl im kommenden Jahr. Wie blicken denn die Bürger auf potenzielle und schon existierende Kanzlerkandidaten? Also die potenziellen sind natürlich besonders spannend, denn die Union will ja jetzt auch ihren Kanzlerkandidaten küren. Und im Moment sind ja einige Namen im Gespräch, die wir jetzt auch mal aktuell bei den Bürgern abgefragt haben. Zum Beispiel Markus Söder, der Ministerpräsident von Bayern von der CSU. 56% sagen, er wäre ein guter Kanzlerkandidat für die Union. An Platz 2 Friedrich Merz von der CDU mit 33%. Armin Laschet, der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, mit 24% der Nennungen und Norbert Röttgen, der Außenpolitiker der CDU, mit 21% der Nennungen. Das ist also der aktuelle Blick der Deutschen auf diese potenziellen Kanzlerkandidaten der Union. Die SPD hat sich ja schon festgelegt, da soll es Finanzminister Olaf Scholz machen. Und der Blick der Deutschen auf ihn, 55% sagen, das ist ein guter Kanzlerkandidat für die SPD, also eine Mehrheit. Eine Minderheit von 32% sagt, nein, das ist keine gute Personalentscheidung.
Da hat er sich im Vergleich zu Mitte August, als seine Ernennung offiziell wurde, schon deutlich verbessert. Und die letzten im Bunde, die Grünen, die sich ja auch die Kanzlerkandidatenfrage stellen, die sind im Moment mit einer Doppelspitze unterwegs. Robert Habeck zum Beispiel, wenn der Kanzlerkandidat der Grünen würde, finden das 42% der Deutschen aktuell gut. Und bei Annalena Baerbock sagen 28%, das wäre eine gute Kanzlerkandidatin für die Grünen. Da ist ja vor allem noch spannend, ob sie nicht möglicherweise doch mit einer Doppelspitze in den Wahlkampf ziehen wollen. Alle Analysen und Zahlen zu diesem Deutschland-Trend finden Sie wie immer im Netz unter tagesschau.de. Danke, Elnini. Danke nach Hamburg. Die Zahl der rassistischen Anschläge und Übergriffe in Deutschland steigt seit Jahren. Die Ermittler nennen sie hasskriminelle Straftaten, weil sie aus Hass gegenüber anders aussehenden, andersstämmigen und anders religiösen Gruppen geschehen. Das Schlimme für die Opfer: geahndet werden solche Straftaten meist nur, nachdem sie verübt wurden. Dabei entsteht der Hass ja schon viel früher und kann auch dann schon zu Terror werden, wenn noch gar nichts passiert ist. In unserer heutigen Mittendrin-Reportage berichtet Amelia Wischnewski aus Hannovers Steintorviertel, wie vor allem muslimische Unternehmer, Restaurant- oder Shisha-Barbesitzer seit Jahren mit dem Tode bedroht werden und sich damit alleingelassen fühlen von Politik und Polizei. Künefe heißt dieser süße Nachtisch mit Mozzarella-Käse. Seit 26 Jahren röstet Mehmet Kilic ihn nach dem Rezept seines Vaters. Mittlerweile hat er sein eigenes Restaurant in Hannovers Steintorviertel. Doch kürzlich bekam er einen Brief, einen bedrohlichen Brief. Er zeigt ihn mir. Es werde bald schweren Krieg geben am Steintor. Menschen wie er würden getötet, weil sie niemals Deutsche sein würden. Ich habe Angst gehabt, dass so wegen meiner Mitarbeiter, wegen Kollegen, wegen Kindern, wegen meiner Familie. Wirklich, ich habe sehr Angst gehabt. Was tun? Mehmet solle Anzeige bei der Polizei erstatten, rät ihm Faruk Mermetasch. Vor 9 Monaten hat auch er einen ganz ähnlichen Brief bekommen. Er leitet einen Supermarkt nicht weit von hier. Das Steintor ist in Hannovers Innenstadt. Jesiden, Kurden und Muslime prägen das Viertel. Herkunft und Religion sind aber zweitrangig. Es sind vor allem Unternehmergeschichten, die hier geschrieben werden. Faruk Mermetasch ist nach seinem Wirtschaftsingenieurstudium geblieben und hat die Leitung des Familienmarktes übernommen. Ich bin hier geboren und aufgewachsen. Als ich den Brief gesehen habe, dachte ich mir so, was passiert hier gerade? Wir sind in Hannover. Er hat Sorge um seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, seine Kunden und Kundinnen. Der Brief voller Hass, voller Ausrufezeichen. Man solle euch töten und den Schweinen zum Fraß vorwerfen, ist nur ein Zitat. Er ist sofort zur Polizei gegangen. Der Polizist hat sich den Brief durchgelesen, hat einmal den Kopf geschüttelt, hat mich angeguckt und hat gesagt, machen Sie sich keine Sorgen. Doch Faruk Mermetasch macht sich Sorgen. Er versteht nicht, warum er darauf bestehen muss, dass der Beamte seine Anzeige aufnimmt. Geht es darum, Menschen Angst einzujagen, oder steckt hinter den drohenden Worten jemand, der sie auch umsetzen will? Nein, sagt mir Harry Blome vom Polizeilichen Staatsschutz Hannover. Er geht von keiner konkreten Gefahr aus. Die Analysen laufen, doch es sei schwierig, nahezu unmöglich, einen anonymen Briefeschreiber zu fassen. Diese Briefe, die sind ehrverletzend, sind herabwürdigend, sind fremdenfeindlich, und so etwas gehört sich überhaupt nicht. Und dass der eine oder andere sich dann tatsächlich Sorgen macht, wenn er so einen Brief erhält, das verstehe ich total gut, und deshalb sind wir auch da. 9 Briefe gab es laut Polizei innerhalb eines Jahres. Sie gingen an Shisha-Bars, einen Friseur und an diese Moschee. Wir müssen uns mit dieser Problematik auseinandersetzen. Nicht nur wir als Moschee, sondern die gesamte Gesellschaft. Und es, denke ich, ist ein Zeitpunkt gekommen, wo wir das jetzt tun müssen. Auch die Moscheegemeinde wagt es erst gut ein halbes Jahr später, offen über den Drohbrief zu sprechen. Denn er fügt sich in ein größeres Bild. Per Mail schickten andere Unbekannte Fotos von einem verbrannten Koran. Hier wurde vor einiger Zeit ein abgetrennter Schweinefuß über das Tor geworfen. Wir fühlen uns in der Hinsicht dann langfristig nicht sicher. Ich muss mir natürlich Gedanken machen, was wird passieren in den nächsten 10 Jahren? Wie werden meine Kinder aufwachsen? Sicherheit komme aber nicht durch Abschottung. Vielmehr brauche es noch mehr Dialog, noch mehr Tage der offenen Tür, meint Özcan Özcicek. Die Staatsanwaltschaft leitet das Strafverfahren gegen den unbekannten Drohbriefeschreiber. Die aktuelle Entwicklung sieht sie mit Sorge.
Es ist eine Volksstimmung im Moment da, wo viele Leute meinen, sie können alles sagen, was sie wollen. Sie können auch bedrohen, sie können verächtlich machen, sie können beschimpfen. Und das ist ein Punkt, der geht nicht. Der zersetzt unsere Gesellschaft von innen, wenn wir hier Teile der Bevölkerung alleine lassen. Doch genau so fühlt sich Faruk Mermetash. Er wendet sich an die Politik, ist enttäuscht, von der Polizei nicht auf dem Laufenden gehalten zu werden. Im Februar sieht er den rechtsextremen Terror in Hanau und fragt sich bis jetzt, was, wenn das in seinem Supermarkt auch passiert? Letztendlich haben wir hier Damen und Herren von jung bis alt an der Fleischtheke, als Kassiererinnen und so weiter. Die haben alle ein Recht darauf zu wissen, wenn ihr Leben tatsächlich bedroht wird. Es ist gut möglich, dass der Absender des Drohschreibens nie gefasst wird. Und dass er auch nie einen Menschen verletzt. Und doch hat er eins klargestellt: Auch Worte können Terror sein. Wann ist es in den Fankurven wieder lauter als auf dem Fußballplatz? Im Moment sitzen höchstens stumme Pappkameraden wie hier in Mönchengladbach auf den Tribünen. Und heute Abend beim Länderspiel der Nationalmannschaft gegen Spanien ist es wieder ganz leer auf den Rängen. Die Vereine und die Deutsche Fußballliga drängten heute auf wenigstens ein paar Zuschauer. Aber zwei Wochen vor dem Start der Bundesliga-Saison zeichnet sich ab, dass in den Bundesländern ähnlich wie bei Schulen, Feiern oder Demonstrationen unterschiedliche Regeln gelten werden und deshalb manche Mannschaft Fans in der Arena haben wird, andere aber nicht. Martin Maybücher. Keine Fangesänge, keine Menschenmassen. Nur die Lichter am Stadiondach lassen erahnen, dass heute Abend in der Stuttgarter Arena ein Länderspiel stattfindet. Zum Nations League-Auftakt des DFB-Teams gegen Spanien sind keine Zuschauer zugelassen. In der Bundesliga allerdings könnte sich das bald ändern. Heute Nachmittag bekräftigte die Deutsche Fußballliga ihren Wunsch nach einer Rückkehr der Fans in die Stadien. Die Angst vor dem, was passieren könnte, finde ich, darf uns nicht lähmen. Und diese Angst sollte man auch nicht schüren. Was wir schüren sollten, ist den Willen, mit diesen Unsicherheiten offensiv, aber mit Bedacht umzugehen. In gut zwei Wochen startet die Bundesliga in die neue Saison und das womöglich mit Zuschauern. Beispiel Leipzig. Solange die Corona-Infektionszahlen in Sachsen niedrig bleiben, erlaubt das Land knapp 8.500 Fans in der Arena. RB Leipzig hatte dafür ein Hygienekonzept vorgelegt, welches vom Gesundheitsamt der Stadt akzeptiert wurde. Wir haben in Sachsen ganz klar die Situation, Großveranstaltungen sind möglich unter bestimmten Voraussetzungen, unter bestimmten Infektionslagen, auch unter bestimmten hygienischen Voraussetzungen. Und wieso soll der Fußball anders behandelt werden als ein Konzert im Freien, als eine Veranstaltung im Freien unter freiem Himmel? Anders ist die Lage in Baden-Württemberg, wo bis zum 31. Oktober höchstens 500 Zuschauer ins Stadion dürfen. Ist das fair? Der große Wunsch ist schon, dass wir eine einheitliche Lösung hinkriegen in ganz Deutschland. Aber ich möchte auch gar nicht weiter kommentieren, was die Leipziger machen, sondern wir sind gut beraten, uns auf uns zu konzentrieren, mit den Behörden Lösungen zu finden. Und daher machen wir da auch weiter und bleiben bei der Linie. Wie viele Zuschauer theoretisch zugelassen sind, variiert von Bundesland zu Bundesland. In Berlin sind bei Freiluftveranstaltungen 5.000 Personen erlaubt. Gut für die Hertha und Union Berlin. Sie könnten bei ihren Heimspielen von dieser Regelung profitieren. Mal mehr, mal weniger Zuschauer, das sei ungerecht, sagte Wolfsburgs Geschäftsführer Jörg Schmadtke Anfang der Woche. Es ist schon ein Unterschied, ob ein Verein 10.000 oder 15.000 Zuschauer im Stadion hat und andere Clubs 500. Dann ist eine Wettbewerbsgleichheit nicht mehr so gegeben. Beim ersten Länderspiel der Nationalmannschaft nach mehr als 9 Monaten durften keine Fans rein. Einen Blick aufs Spielfeld konnte man nur von ganz weit oben erhaschen. Fans im Stadion und der Föderalismus. Die Meinung von Charlotte Gnendinger vom Westdeutschen Rundfunk. Endlich Schluss mit den Geisterspielen. Endlich wieder Rasen riechen. Endlich wieder Fans im Stadion. Und mit ihnen die Stimmung, die den Fußball erst zu dem Erlebnis macht, das er vor Corona war. Diesen Wunsch habe ich mit vielen anderen Fußballbegeisterten gemeinsam. Die Sehnsucht nach einem Stadionbesuch ist groß. Bei allen Fans. Nicht nur bei denen von Leipzig oder Berlin. Und doch bekommen die nun eine Sonderbehandlung. Der Föderalismus macht's möglich. Auch von dem bin ich übrigens Fan und finde deshalb okay, dass unterschiedliche Bundesländer auf unterschiedliche Corona-Lagen unterschiedlich reagieren. Für mich macht es aber einen Unterschied, ob ein Klassikkonzert vor Publikum stattfinden darf oder ein Fußballspiel.
Zumindest habe ich noch nie erlebt, dass die erste Geige in der Nachspielzeit den entscheidenden Treffer versenkt hätte, aufgepeitscht durch euphorisierte Fans. Auch wenn Ligachef Christian Seifert sich gegen den Begriff der Wettbewerbsverzerrung wehrt. Fair Play ist das, was da passieren soll, auch nicht. Nicht den anderen Vereinen gegenüber, nicht den anderen Fans. Und übrigens auch nicht der Arbeitsgruppe gegenüber, die auf Bundesebene bis Ende Oktober einen Vorschlag vorlegen wollte, wie es in Sachen Sportgroßveranstaltungen weitergehen soll. In Leipzig werden Fakten geschaffen, Berlin zieht nach, die Liga übt erneut Druck aus. Und das nach der absoluten Sonderbehandlung, die sie während der Krise genossen hat. Ich finde, etwas mehr Geduld stünde gerade der DFL ganz gut. Denn auch wenn man streiten kann, ob ein paar tausend Fans wirklich zu sportlichen Wettbewerbsverzerrungen führen, das erneute nach vorn preschen der Liga empfinde ich als übereifrige Unsportlichkeit. Die Meinung von Charlotte Gnendiger. Nach US-Präsident Trump hat nun auch der Präsidentschaftskandidat der Demokraten Joe Biden den Ort Kenosha in Wisconsin besucht. Dort war es nach Schüssen auf einen Schwarzen zu schweren Ausschreitungen mit 2 Toten gekommen. Mehr dazu im Nachrichtenüberblick heute mit Jens Riewer. Biden traf die Familie des von einem Polizisten angeschossenen Schwarzen Jacob Blake. Dem war Mitte August vor den Augen seiner Kinder mehrfach in den Rücken geschossen worden. Er ist nach Angaben seiner Familie nun querschnittsgelähmt. Er will alles besser machen als der Präsident. Trump-Herausforderer Biden besucht Kenosha. Die Stadt ist immer noch gezeichnet von den gewaltsamen Protesten gegen rassistische Polizeiübergriffe. Einige Unterstützer des demokratischen Präsidentschaftskandidaten warten am Wegesrand. Ich hoffe, wenn Biden gewinnt, wird er Mitgefühl mitbringen und alle Bürger vereinen. Alle Menschen müssen Gerechtigkeit und Gleichheit erfahren, nicht nur die paar Privilegierten. Biden trifft demonstrativ Menschen aus allen Bevölkerungsgruppen, hört erst mal zu. Der Demokrat will sich im Wahlkampf als ausgleichender Landesvater profilieren, als Versöhner in der Rassismusdebatte. Wir haben einen Wendepunkt in der amerikanischen Geschichte erreicht. Ich glaube wirklich, dies ist auch eine großartige Chance, wo jetzt die Ungerechtigkeit erneut offengelegt wurde. Anders als Trump trifft Biden auch die Familie von Jacob Blake. Polizisten hatten den 29-Jährigen mit Schüssen in den Rücken schwer verletzt, was die heftigen Proteste in Kenosha ausgelöst hatte. Über den Weg aus dieser Krise streiten Bidens Demokraten und Trump-Anhänger auch heute. Im Prozess um den Mord an dem Journalisten Kuciak in der Slowakei ist der Hauptangeklagte, ein Unternehmer und Millionär, überraschend freigesprochen worden. Ein Gericht sah Beweise gegen den vermuteten Drahtzieher als nicht ausreichend an. Angehörige und Politiker reagierten entsetzt. Die Staatsanwaltschaft will Berufung beim obersten Gericht einreichen. Der Enthüllungsreporter Kuciak und seine Verlobte waren Anfang 2018 erschossen worden. Er war bei seinen Recherchen zu Korruption auf den nun freigesprochenen Geschäftsmann gestoßen. Der US-Unternehmer und Tesla-Chef Elon Musk will mit dem Tübinger Unternehmen CureVac zwar zusammenarbeiten, sich aber nicht an ihm beteiligen. Das bestätigte Haupteigner Dietmar Hopp in einem Interview. Mehr dazu von Markus Kirne. Die Zusammenarbeit von CureVac mit einem Tochterunternehmen von Elon Musk soll die Tübinger Impfstoffhoffnung schneller ans Ziel bringen. CureVac entwickelt mithilfe einer Tesla-Tochter ein Automatisierungsverfahren, um schneller mehr Impfstoffe produzieren zu können. Mithilfe kleiner transportabler Minifabriken, die überall dorthin transportiert werden können, wo man Impfstoffe braucht. Ein Impfstoff aus Deutschland wäre ein großer Erfolg, auch für die Eigentümer von CureVac. Für den deutschen Staat ist der Einstieg bereits jetzt ein gutes Geschäft. Sein 300 Millionen Euro teures Paket hat aktuell einen Wert von 1,5 Milliarden Euro. Wer im Mittelalter als Edelmann ordentlich auf den Putz hauen wollte, der brauchte eine geölte Stimme. Klar konnte man als Ritter auch mit Schwert und Rüstung beeindrucken, aber der wahre Held sang sich in die Herzen der Damen. Die Schmachtgesänge der Troubadoure haben sich im Codex Menasse erhalten, einer Sammlung mittelalterlicher Lyrik, die schon Ende des 19. Jahrhunderts umgerechnet 7 Millionen Euro wert war und seitdem in der Uni Heidelberg lagert. Nun trat das wohlbehütete Kunstwerk eine Reise nach Mainz an, standesgemäß geschützt. Julia Henninger über vergangene Liebeslyrik und deren Widerhall im Heute.
Ich zöpf mir einen Falken. Meredanne, ein Jahr. Dö ich ihn. Durch ihn gezammelte, als ich ihn wollte, Hahn. Es hört sich fast an wie eine andere Sprache. Es ist schon krass, wie sich die Sprache so in der Zeit so wandelt. Mittelalterliche Lyrik. Auszüge aus dem Codex Manesse in Büchern, Schulheften oder digital für jeden sichtbar. Doch der Original Codex Manesse, eine Sammlung kostbarer Schriften, liegt behütet wie ein Schatz im Tresor der Heidelberger Universitätsbibliothek. Bei konstanter Temperatur, um die rund 700 Jahre alte Schrift zu erhalten. 140 Autoren in einem Werk, Zeugnis der Geschichte, Sprachgeschichte. Aus philologischer Sicht die Handschrift deswegen so wertvoll, weil fast die Hälfte oder über die Hälfte der Texte nur in dieser Handschrift überliefert ist. Wenn wir also diesen Kodex nicht hätten, wüssten wir von der Hälfte der Texte nichts. Walter von der Vogelweide oder das Falkenlied von Der von Kürenberg, eines der ältesten Liebesgedichte. Und ich in sein Gefiedere mit Golde wohl bewandt, erhub sich auf viel Hohe und flog in andere Land. Literaturwissenschaftlerin Anna-Kathrin Bleuler erinnert sich noch daran, als sie als Schülerin in einer Ausstellung den Codex Manesse in echt gesehen hat. Wir standen um so einen Glasschrank herum und es war so eine dicke Panzerglasscheibe, 20 Leute drumherum. Also es war überhaupt schwierig, einen Blick darauf zu erhaschen. Seit Jahren beschäftigt sie sich mit den Texten. Es geht um politische Themen, aber vor allem um die Liebe. Faszinierend an dieser Liebesdichtung, die im Codex Manesse auch ganz groß und breit vertreten ist, ist übrigens auch, dass es immer um die Liebe zwischen Unverheirateten geht. Was ja ein absolutes No-Go war in der mittelalterlichen Feudalgesellschaft, dass man außereheliche Liebe gepflegt hat. Ganz selten trennt sich Heidelberg von diesem Schatz. Jetzt kommt der Codex Manesse für ein paar Wochen in eine Ausstellung nach Mainz unter Polizeischutz. Doch diese Trennung werden sie wohl überstehen. Vielleicht mit der Hoffnung, wieder bei jemandem die Lyrikliebe zu wecken. So ganz in echt. Denn wie heißt es doch im Falkenlied? Und was im Sinn gewidere, allrot gülden. Und sein Gefieder war ganz rot-golden. Gott sende sie zusammen. Gott führe die zusammen, die gerne einander lieben wollen. Die geliebt willen gerne sind. Genau. Das ist natürlich der Codex Manesse und nicht Menasse. Hat sich ein doofer Verdreher reingeschlichen. Wir haben vorhin schon die wenigen Fans vor dem Stadion in Stuttgart gesehen, die nicht rein durften beim Spiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Spanien. In der Nations League stand das Team von Trainer Löw das erste Mal seit November letzten Jahres wieder auf dem Rasen. Bernd Schmelzer weiß, wie die Partie ausging, die gerade eben abgepfiffen wurde. Das erste Geisterländerspiel einer deutschen Mannschaft ist auch Joachim Löws erste Partie ohne Zuschauer. Und er sieht einen ordentlichen Auftritt seiner Mannschaft gegen Spanien in der ersten Halbzeit. Kehrer vergibt die erste Chance in Stuttgart und auch in der Folge bleiben die Gastgeber torgefährlicher. Sie scheitern, wie hier Draxler, aber am starken spanischen Keeper De Gea. Die DFB-Auswahl ohne die Triple Stars des FC Bayern und die Leipziger Spieler verpasst es jedoch, in Führung zu gehen. Nach der Pause macht es dann der Ex-Stuttgarter Timo Werner besser. Nach 51 Minuten sein 12. Länderspieltor. Nach starkem Saisonauftakt mit Chelsea zeigt Werner auch hier seine Klasse. Spanien hat viel Ballbesitz, Deutschland dafür die besseren Chancen. Sané und wieder Werner, die Führung ist völlig verdient. Deutschland verteidigt clever und hat in Werner einen sehr gefährlichen Angreifer. In der 6. Minute der Nachspielzeit erzielen die Gäste dann den Ausgleich durch Geier. Ein äußerst glücklicher Punktgewinn für Spanien gegen eine starke deutsche Mannschaft. So, und bevor unsere Spielzeit gleich abläuft, schauen wir noch aufs Wetter. Claudia, wie wird's? Karin, unentschieden ist es morgen. Es gibt nämlich zwei Lager quasi, die wir in Überdeutschland haben. Einmal dichte Wolken und Regen, kühl. Die andere Seite sonnig und ziemlich warm. Das hängt zusammen mit einem Frontensystem, das morgen genau einmal quer drüber liegt. Südlich davon kommt warme Luft an. Nördlich davon deutlich kühlere. Heute kam ja schon ein Frontensystem mit Warm- und Kaltfront in den Norden, brachte Regen. Im Süden dagegen Temperaturen im sommerlichen Bereich. Da wird es auch morgen richtig warm sein. Also dieses Frontensystem, das markiert auch eine Luftmassengrenze.
Morgen dementsprechend dichte Wolken im Norden, im Süden viel Sonnenschein und deswegen auch Temperaturen von 27, 28 Grad, hier Beispiel München, zumindest Freitag, Samstag. Dann deutlicher Temperaturrückgang, wahrscheinlich in der kommenden Woche wieder leichter Anstieg, wie genau ist aber noch nicht sicher. Jetzt in der Nacht dichte Wolken im Norden, daraus regnet es, die kommen nur ein bisschen nach Süden voran. Bayern, Baden-Württemberg bekommt in der Nacht sternklaren Himmel. Morgen auch dann am Vormittag schon viel Sonnenschein. Und auch von Nordwesten her lockert zum Laufe des Tages etwas auf. Das heißt auch an Nord- und Ostsee sonnige Abschnitte. Wo Wolken sind, in der Nacht auch mild. Temperaturen 15 bis 18 Grad morgen früh. Und im Laufe des Nachmittags steigen die Temperaturen in wieder hochsommerliche Bereiche im Süden. 28 bis 30 Grad unter den Wolken, meist 21 bis 23 Grad. Die nächsten Tage. Nach Süden hin Sonnenschein bis 27 Grad, am Alpenrand Schauer und Gewitter am ganzen Wochenende. Sonntag wird es für alle kühler und es wird dann insgesamt wechselhafter mit dichteren Wolken, mit Regengüssen, zum Teil auch Blitz und Donner. Vielen Dank, Claudia. Und nach uns folgt sofort Comedy und Satire bei Extra 3. Dann Inas Nacht mit Olli Dittrich und Dennis Aytekin. Das Nachtmagazin mit Pina Atalay meldet sich um 0:35 Uhr und wir sehen uns morgen wieder, wenn Sie denn mögen. Bis dann.